Tag Nummer 3 im Restaurant Friedels. Gestern hatten die zwei Servicemitarbeiter mit Friedel ihre erste wirkliche Aussprache. Heute gibt es eine weitere Besprechung, und zwar zwischen Friedel und dem Sportverein. Und bevor es soweit ist, muss das hier geändert werden, und zwar die Speisenkarte. Und das mache ich mit wem? Mit Friedel. Frank, guten Morgen. Hi, Friedel. Hi. Na, wie geht's dir? Super. Ich hatte gestern ein Gespräch mit dem Sportverein. Ja, die haben sich bereit erklärt, heute vorbeizukommen, ja, um mit dir und mit mir ein klärendes Gespräch zu führen. Mhm. Ja, und da müssen wir uns darauf vorbereiten. Unter anderem ist ein Thema die Speisenkarte und überhaupt die Speisen, die hier angeboten werden. Kannst du dir vorstellen, ja, dass wir das Bayerische hier rausnehmen und dass du einfach etwas regionaler wirst, ja, deftig bleibst, aber für die Sportler und für die Ausflügler irgendwo dich in der Mitte mit denen triffst? 5 Jahre hat Friedel hier deftig bayerisch gekocht. Regionale Kost und Leichtes für zwischendurch hat er kaum im Angebot. Ist er bereit, auf die Sportler zuzugehen? Ich koche das, was mich nach vorne bringt. Eine gute Entscheidung. Die Speisekarte wird geändert. Momentan fehlen kleine, günstige Gerichte, die die Ausflügler oder auch die Sportler anlocken. Die genauso simple wie pfiffige Lösung des Sternekochs: Buletten mit Kartoffelsalat. Ein regionales Gericht mit Tradition, das der Renner in Friedels Rangsdorfer Restaurant werden kann. Friedel schneidet die Kartoffeln und Frank Rosin, ja, der entdeckt ein absolutes No-Go. Weißt du, was das ist? Auf solchen Steinen wurde in Dubai das höchste Haus der Welt gebaut. Aber das ist keine Scheibe für Kartoffelsalat. Das ist so unästhetisch und so lieblos, das ist genau das, was ich dir gerade beibringen will. Ich zeig's dir, pass auf. Also, so, und man geht einmal so. Jetzt habe ich ein Kreuz drin und jetzt kann ich schöne, kleine Kartoffelwürfel schneiden. Schludern, Pfuschen und fehlende Motivation. Eine schlechte Kombi. Friedel soll endlich wieder mit Freude kochen und lernen, auf jedes Detail zu achten, wie er es früher in den 5-Sterne-Häusern gelernt hat. Okay, Friedel, einmal gucken hier. Kartoffelsalat nach dem Rezept meiner Mutter. Mit Mayo, ja. Und meine Mutter macht den besten Kartoffelsalat der Welt. Was ist daran so besonders an deiner Mutters Kartoffelsalat? Liebe. Ja. Liebe, Liebe und nochmal Liebe. Stimmt doch, Mama, oder? Love is in the air, everywhere I look around. Frank, deine Mutter ist die Beste. Ja, Mutti ist die Beste. Friedel und Frank rufen auch Niki und Heike ran. Sie müssen verinnerlichen, dass jedes Gericht auf der Karte auch selbst probiert werden muss. Es gibt wahrlich schlimmere Jobs, oder? Was haltet ihr davon? Das wird unser neuer Topseller hier im Lokal Friedels. Spitzenmäßig. Super Idee. Die Stärkung muss jetzt vorhalten, denn die Aussprache mit dem Sportverein steht an. Die Mitglieder beschweren sich, dass es keine günstigen, kleinen Gerichte gibt. Auch wegen des Streits um die Feier sind die Fronten verhärtet. Von den 600 Mitgliedern kommt momentan niemand. Dieses Geld fehlt. Friedel muss den Verein wieder für sich gewinnen. Erstmal Dankeschön, dass ihr auch da seid. An dir, Frank, danke, dass du das hier in die Wege geleitet hast, dass wir an einem runden Tisch zusammensitzen. Was könnt ihr mir jetzt sagen, warum es daran liegt, dass ihr als Team, also als Sportverein praktisch, jetzt einen großen Bogen um mein Haus praktisch macht? Wir hatten ja so ein paar Beispiele, wo wir versucht haben, hier Feierlichkeiten auszutragen, wo es Angebote gab, wo wir nicht vernünftig miteinander kommuniziert haben, wo wir vielleicht nicht abgesagt haben. Du warst mein Ansprechpartner für die ganze Geschichte. Und von dir kam bis heute noch keine Entschuldigung oder setzen wir uns zusammen oder irgendwas. Es kam nichts. Friedel, ich verstehe deinen Ärger, aber da muss ich nicht eine E-Mail an mich schicken und sagen, alles abgeblasen. Du hast meine Telefonnummer, da kannst du einen Hörer an der Hand nehmen und sagen, hör zu, was ist los? Der Ärger sitzt tief. Die Vereinsmitglieder werfen Friedel vor, dass auch er sich nicht genügend um seine Veranstaltung gekümmert hat. Ein weiteres großes Thema: Friedels Preise. Ich weiß nicht, ob sowas umsetzbar ist, aber
zweite Preisliste will ich nicht sagen. Ich sag mal, eine Preisliste für Vereinsmitglieder oder für diesen Abend hier. Sowas, dass man das Bier nicht à la carte bezahlt, sondern sich irgendwie in der Mitte trifft. Da würde ich mal ein explizites Beispiel auch sagen. Ihr bringt euren Kasten Bier selbst mit, fragt mich dann netterweise, ob ihr den kalt stellen könnt. Also ich soll ihn für euch kalt stellen, wenn ihr dann praktisch vom Sport wiederkommt, dass ihr ein kaltes Bier habt. Und das geht in meinen Augen einfach nicht. Also das ist... Sportler hin, Sportler her, das ist mein Tag Brot einfach und da müsst ihr einfach eine Schelte abfangen. Zum Kühlen der mitgebrachten Getränke ist Friedel gut genug, als Gastronom scheinbar nicht. Noch hat der Verein nicht begriffen, dass Friedel von seinem Umsatz leben muss. Die Sportler bekommen einen anderen Preis oder so, das ist eine Sache, die ist so gefährlich. Ja, da brauchst du, das ist wie ein brennender Streichholz an einem Benzinkanister. Das fliegt euch sofort um die Ohren. Zwei verschiedene Preislisten funktionieren nicht. Doch auf alle Fälle müssen die Vereinsmitglieder wieder in das Lokal gelockt werden. Schließlich geht es um 600 potenzielle Gäste. Friedel macht einen Vorschlag. Wenn ihr als Gruppe kommt, bekommt ihr grundsätzlich pro Person 1%. Wenn ihr mit 20 Leuten kommt, bekommt ihr auf alles 20% Rabatt. Wenn ihr mit 30 kommt, mit 30. Bei 50 ist aber dann irgendwann mal Schluss. Klar. Und das zeigt auch ganz großen Willen. Also ich finde, das ist ein super Angebot, ja. Ein kluger Schachzug von Friedel. Im Gegenzug fordert er, dass sich der Vorstand der baulichen Mängel annimmt. Ja, eine Zusage vom Landkreis, eine Entscheidung von der Gemeinde steht noch aus, glaube ich. Und es ist schon Planung. Heizung, ja. Dämmung, Fenster. Super. Um die neue Zukunft zu besiegeln, überrascht das Team vom Friedels den Verein jetzt mit dem neuen regionalen Gericht, den Buletten mit Kartoffelsalat. Das wird es ab sofort auf der Karte geben für 4,90 €. Und ich denke, das ist ein faires und schmackhaftes Angebot für unsere Sportler. Voll in Ordnung. Na also, Friedel, Freude, Eierkuchen. Ab sofort gibt es mehr Speisen für den kleinen Hunger und hoffentlich ein harmonisches Miteinander zwischen Friedel und dem Verein. Friedel hat sich toll geschlagen und ist über sich hinausgewachsen. Die Verhandlungen, ein Erfolg auf der ganzen Linie. Bis die Renovierungsarbeiten offiziell starten, will der Vorstand nicht warten. Ein paar freiwillige Helfer aus dem Verein kommen deshalb schon am Nachmittag. Auch der Vorstand selbst packt mit an, um Restaurant und Biergarten auf Vordermann zu bringen. Um es seinen Gästen noch gemütlicher zu machen, will Friedel auch nochmals das Biergartenkonzept und die Bestuhlung überdenken. Der Sternekoch ist zufrieden, zumindest für heute. Tschüssi. Tschüss. Tag 4. Finaltag in Rangsdorf im Restaurant Friedels. Heute muss sitzen, was der Sternekoch dem Team beigebracht hat. Denn in 4 Stunden kommen die Testesser zum zweiten Mal. Es gibt noch viel zu tun. Wir machen ja noch ein Service-Coaching. So, und wir gehen kochen, okay? Bis später. Der heutige Abend muss ein gelungener Neustart werden, damit das Friedels sich in Rangsdorf als gutes und dennoch günstiges Ausflugslokal etablieren kann. Wurstsalat aus dem Leberkäse, dann? Da machen wir eine gescheite Currywurst dazu. Jo, mein Lieblingsessen, aber nicht weiter sagen. Dazu gibt es Serrano-Schinken mit Oliven. Ein Dreierlei, sicher für jeden was dabei. Und werden das als Flying Buffet servieren. Oh, super. Und draußen, beim Empfang, können die Gäste das schon schnabulieren. Einverstanden? Tolle Idee. Soll heißen, dass vom Tablett serviert wird und die Gäste den ersten Gang im Stehen auf der Terrasse genießen werden. Neben den Vorbereitungen für Wurstsalat und Currywurst steht auch schon der Hauptgang in der Warteschlange. Das Highlight des Abends, ein Schweinebraten. Der soll diesmal ein Geschmacksfeuerwerk werden, denn der Leberkäse war eher ein kleines Licht. Deftiger Braten in einer braunen Soße mit Weißwein. Und Friedel? Sieht das gut aus. Genau, da macht das Kochen doch wieder Spaß. So muss er aussehen. Ne? Guck mal, da ist Liebe drin. Man spürt richtig, dass da Liebe drin ist. Ja? Siehst du das? Ja. Das wird ein richtig geiler Braten. Ein geiles Stück Fleisch für die 30 Testesser. Dazu gibt es Friedels Buletten und als Beilage Wirsing mit Kartoffeln. Während der Gastraum noch auf Hochglanz poliert wird, damit hier der zweite und dritte Gang serviert werden können, hat sich draußen viel verändert. Früher war hier alles heruntergekommen. Jetzt haben die Crew des Friedels und der Sportverein angepackt. Friedels neues Biergartenkonzept ist gelungen. Nach Ausflug oder Sport können die Gäste künftig richtig entspannen.
Die Testesser werden hier gleich ihre Vorspeise als Flying Dinner einnehmen. Eine Herausforderung vor allem für Heike. Den Gast umgarnen? Bisher undenkbar für sie. Die Generalprobe. Ja. Das ist eine Dreierlei-Variation. Ja. Ja, und beginnen tun wir mit dem Wurstsalat nach Art des Hauses. Oh, da freuen wir uns aber. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Okay. Bitteschön. Danke. Und guten Appetit. Vielen Dank. Danke. Sehr nett. Das ist toll, ne? Passt. Ja, hör mal. Herzlichen Glückwunsch. Checker, hast du toll gemacht. Ja? Ja, guck mal. Hätte ich nicht gedacht. Friedel ist in der Küche mit der Beilage beschäftigt. Gemüse gibt es in Form eines knackigen Wirsing-Fußballs. Nach dem Blanchieren der Blätter werden diese mit einer Wirsing-Creme fraiche gefüllt und geformt. Und dann drückst du es hier aus und alle müssen gleich aussehen. Okay? Disziplin, Disziplin, Disziplin. Ne? Und dann ist der nächste. Also Friedel, am Riemen reißen. Und der erste Ball ist im Spiel. Oh, gleich ein böses Foul. Also entweder sieht es scheiße aus oder es sieht sensationell aus. Es gibt nichts dazwischen. Das ist ganz, ganz wichtig, mein Freund. Aber ich weiß und vertraue dir, weil wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Endlich, Friedel steht unter Druck. Die Vorspeise sitzt ihm auch noch im Nacken. Da kommen auch schon die ersten Testesser. Jetzt müssen Niki und Heike zeigen, was sie gelernt haben. Guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen. Darf schon ein Gläschen Prosecco sein? Ja, klar. Ja? Dankeschön. Bitteschön. Ein gelungener Empfang. Heike und Niki schaffen es, freundlich und zuvorkommend zu sein. Die Testesser sind begeistert. Die eingedeckten Tische und diesen Bereich da drüben, der so sehr schön gemütlich gemacht wurde, gefällt mir gut. Es ist viel ansprechender als beim ersten Mal. Auch vom Service her bin ich angenehm überrascht. Mit den gemischten Vorspeisen geht es los. Haben Heike und Niki ihre Hausaufgaben gemacht? So, ich fange mal hier an. Wir haben eine dreierlei Vorspeise und wir fangen an mit dem Wurstsalat. Ja, alles richtig gemacht. Auch Currywurst und Serrano-Schinken fliegen förmlich über die Terrasse und werden schmackhaft angepriesen. Friedels Vorspeisen sind jetzt eine gelungene Mischung für den kleinen Hunger. Schmeckt fantastisch. Also von der Soße her bin ich sehr begeistert. War echt lecker. Bin sehr angenehm überrascht. Der erste Gang ist ja schon mal gut gelaufen. Ob das auch so bleibt? Der Gastraum ist auf Hochglanz poliert und die Tischdeko einladend. Während sich die Testesser erwartungsvoll setzen, brennt in der Küche bereits die Luft. Weißt du, was ich an dir so geil finde? Was? Dass du mich bis zum Schluss wahnsinnig machst. Bis zum Schluss. Jetzt habe ich dir das Wort Disziplin 900 Mal gesagt. 900 Mal. Und du riechst es an, als wenn wir im Zweiten Weltkrieg sind und wir haben hier gerade Armenausgabe. Komm, mach es mit Liebe. Erst das Ding, habe ich gesagt. Erst den Ball, dann die Frikadelle. Hol die Frikadelle. Friedel, jetzt Vollgas und Konzentration. Die ersten Teller müssen fertig werden. Gerade so klappt alles. Der Service steht schon parat. Schweinebraten mit Buletten, Wirsing, Fußball und Kartoffeln. Ein Gericht, das den Titel Hauptgang verdient hat. Oder? Super, lecker, hat gepasst, es war was Grünes auf dem Teller. Erstmal schon dieses optische Anrichten, das hat mir beim letzten Mal total gefehlt. Und geschmacklich ist es jetzt auch wunderbar. Der letzte Streich, Kaiserschmarrn, diesmal nicht aus der Tiefkühlpackung, sondern frisch gemacht. Schmeckt man's? Ich staub wie beim letzten Mal, hat es nicht. Das ist richtig gerutscht. Das andere letzte Mal war relativ dünn und ist hier mir flauschiger. Naja. Endlich kein trockener Kaiserkeks mehr, sondern Kaiserschmarrn, wie er sich gehört. Jetzt bewerten die Testesser den Abend erneut in den Kategorien Ambiente, Service und allen drei Gängen. 0 ist die schlechteste und 10 die beste Bewertung. Für die Hauptspeise habe ich eine 9 gegeben. Ich fand den Teller gut angerichtet. Beim Service halt eine 8 hier, hat mir sehr gut gefallen. Kann man nicht meckern. Haben sich die 4 Tage Arbeit mit dem Sternekoch gelohnt? Ihr habt heute... Beim letzten Testessen gab es nur 19 von 50 Punkten. Euch wirklich sehr, sehr, sehr verbessert. Ja, überraschend verbessert. Ich hab daran nicht geglaubt. Ich habe an eine Verbesserung geglaubt,
Aber ich habe nicht daran geglaubt, dass ihr mehr als das Doppelte vom ersten Testtag kommt, nämlich 39 Punkte. 39 Punkte. Um stolze 20 Punkte hat sich das Team verbessert. Das Hauptgericht hat sich um 5 Punkte verbessert und auch der Service ist mit 8 Punkten nah dran am Optimum. Insgesamt eine Steigerung um mehr als 100%. Wenn ihr euch gegenseitig coacht und zuhört, ja, dann wird das hier das Ausflugslokal wirklich in der gesamten Region. Ciao. Das Team des Friedels sieht endlich wieder nach vorne und startet ab heute in eine neue Zukunft.